Uhr 30. Wir starten. Wie jeden Tag. Guten Morgen erstmal. Hier ist eine Kneipe oder Gaststätte vom Hänzler Steffen. Sperrwerk. Guten Morgen, Bello. Neuhaus, 5 Kilometer an der Oste. Neuhaus Oste. Elbfähre ausgeschildert. Kadenberge. So, haben wir mal wieder ein bisschen Gravelpassage. Oh la la. Wir kommen wieder flott voran heute. Reichen-Oberndorf. Etwas haben wir uns verfahren, aber nicht für Rede wert. Bei der Kirche wollen wir sehen. Ein schönes altes Boot. Wir sind jetzt an der Oste hier. Weil wir, wie gesagt, ein bisschen vom Wege abgekommen sind, aber allethalb so wild. Unser Weg ist versperrt. Und die Brücke öffnet sich gerade, weil hier gleich ein Schiff losfährt. Da unten das. Wird ja ein schön Update-Ding, wa? Erste Päuschen, 30 haben wir knapp weg. Gibt's erstmal ein Bierchen und eine Kiezmische. Ja, und dann nachher bei Wischhafen rüber nach Glückstadt über die Elbe. Und dann Richtung Brunsbüttel über den Nord-Ostsee-Kanal. Blinkt. Wieder Quart, 11 Kilometer. Und jetzt warten wir hier an der Ostebrücke, bis der Gegenverkehr durch ist.
Frischhafen. Hier geht dann gleich die Fähre los an dem Ort. Geht zur Fähre. Wie weit wahrscheinlich der Stau. Viel Spaß beim Warten. Fähre. Sehen, ob wir noch raufkommen. So, Fähre in Wischhafen erreicht. Gerade Niedrigwasser. Jetzt geht's über die Elbe. Halb eins die Fähre. Halb eins. Glückstand. Jo, zweite große Flussüberquerung, wa? Keine Ahnung. Ja. Alles klar. Aber wie gesagt, jetzt, davor das Jahr war viel Schrott dabei. Leider. So, da geht's dann weiter für uns Richtung Bootsbüttel. 28 Kilometer. So, nachdem wir hier noch ein Fischbrötchen gegessen haben, geht's jetzt weiter. Brunsbüttel. Schöne Häuser hier hinterm Deich. Ja, für die Autofahrer dort an der Fähre 2 Stunden Wartezeit. Da bist du ja bis Hamburg gerollt in der Zeit. Kannst da übersetzen. Moin. 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 Störsperrwerk hier. Ja, Ebbe. Radfahrer absteigen. Das Störsperrwerk. Hier wird gebaut. Der Brockdorf. Und links die Elbe.
Wir haben wieder Glück. Der Wind hat sich ein bisschen gedreht, wir haben Rückenwind. Läuft. Mank die Schafe hier. Schaf, Scheiße. Bitte. Erreicht im Dithmarschen. Nord-Ostsee-Kanal. Der Anfang von Brunsbüttel. Hier, Fahrräder. Ja, aber Schild hier. Naja. So, damit haben wir den Nord-Ostsee-Kanal erreicht. Vorne die Schleusen. Und hier fährt gerade die Fähre rüber. Drüben den Brunsbüttel. Das ist ja ein riesen Pott. Da ist die nächste Fähre. Nord-Ostsee-Kanal. Hier oberhalb der Schleusen. Allerlei Lädchen. Wir wollen gerade noch einkaufen. Ich habe noch eine Speicherkarte besorgt für die Aufnahmen. Und jetzt geht's zum Campingplatz. Jetzt Schiffe auf Rede hier. So, wir sind jetzt am Elbdeichcamp Brunsbüttel angekommen. Gut, wir stehen genau richtig. Ist mehr oder weniger ein Wohnmobilstellplatz. Hinten ist dann was für die Zelte, zeige ich später mal. Und gebucht wird hier am Automaten.
Ja, das ist der Platz hier. Kleine Hütte haben wir auch, wo wir uns rinsetzen können. Zelte stehen. Nieselt leicht. Alle gut. Waren wieder über 80 heute. Haben wir gut gemacht, wa? So sieht das hier innen aus. In der Hütte. Waschmaschine, Küche, Sitzgelegenheit. Sehr schön. Oberhalb hier der Deich. Da sind die Schafe. Ein schwarzes und dahinter liegen die ganzen Schiffe auf Rädern. So, heute gibt es mal kalte Küche mit Thüringer mit. Was die hier so bezeichnen. Schauen wir mal. Ja, wir liegen mal wieder im Zelt. Das plattert richtig dolle. Hier hinter Brunsbüttel. Die nächsten Tage soll es auch nicht unbedingt besser werden. Aber wir lassen uns das nicht vermiesen, wa? Dänemark, wir kommen! Dänemark, wir kommen!